Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Ihr habt euch gewünscht, dass ich mal den Heilungsmodus spiele. Und deshalb werden wir es heute machen. Und das sieht richtig cool aus. Ihr seht den Hintergrund, der ist rot. Und jetzt wird er einfach blau. Ist richtig cool, dass sie einfach eine andere Farbe verwendet haben. Ich habe da so gut wie gar nicht gespielt. Ich habe jetzt hier einmal die Bakterie ausprobiert. Und zwar eben auf einfach, und das werden wir jetzt einfach nochmal machen. Nehmen wir irgendwas. Ist relativ egal. Ich habe ein paar Berater freigeschalten, aber ich... Da sind sie. Quarantäne, Koordinator und Kontrollwachposten. Ich werde jetzt keine von denen verwenden oder so. Deshalb lassen wir das einfach. Und starten das Spiel. Und ja, wie schon gesagt, der Hintergrund sieht ziemlich cool aus. Kannst du die Welt retten? Eine neue Seuche breitet sich unbemerkt aus. Du musst sie aufhalten. Übernimm die Kontrolle, organisiere die weltweiten Gegenmaßnahmen und schütze die Menschheit vor der tödlichen Pandemie. Zuerst müssen wir die Einsatzzentrale gründen und vorher würde ich das da gerne noch ein bisschen verschieben. Und dann sieht das ganz gut aus. Wo gründen wir unsere Einsatzzentrale? Irgendwo, wo es sehr weit abgelegen ist am besten. Also Grönland. Dann gehen wir mal hier weiter. Und wir haben bisher eine einzige Sache, die wir machen können. Ausbrüche untersuchen und dann auf jeden Fall das Einsatzteam aufstellen. Ansonsten gibt es bisher nichts. Wir könnten hier noch die paar Sachen machen, aber die werde ich jetzt erstmal nicht machen. Also lassen wir mal das Spiel laufen und dann schauen wir gleich mal. Oh, da ist was. Wir fliegen mal nach Saudi-Arabien. Da scheint irgendwas los zu sein. Oder hier nach Indonesien. Da ist eine Krankheit ausgebrochen. Ja, die Krankheit wurde identifiziert und jetzt kriegen wir mehr Ressourcen. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass sich das ausbreitet. Wir könnten auch gleich mit der Impfstoffforschung beginnen. Ich denke mal, das machen wir. Es kostet 10 Ressourcen. Aber immerhin haben wir es dann schon mal. Kontaktverfolgung. Es sind sehr viele Sachen. Also es ist nochmal genauso viel, wie wenn man einen Erreger spielt. Also eine sehr große Erweiterung. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier mache. Deshalb läuft das eigentlich ganz gut. Nehmen wir mal Kurzarbeit. Dann wird das Verweigerungsrisiko geringer. Also wir haben wieder unten drei Sachen. Wir haben Infektionsrate. Das ist wie vorher, wenn wir Leute infizieren wollten. Mortalitätsrate, das ist, wie schnell die Leute davon sterben können. Und Verweigerungsrisiko, das ist sehr wichtig. Das müssen wir niedrig halten, damit sich die Leute eben nicht unbedingt gegen unsere Maßnahmen wehren. Und das sollten wir auf jeden Fall weitermachen. Und zwar können wir hier das noch weiter verringern, aber ich glaube, das reicht erstmal so. Außerdem habe ich nicht genug Geld dafür. Und dann schicken wir mal hier unsere Forschungsteams so herum. Und wir haben in Indonesien schon 16.000 Infizierte, dagegen müssen wir was tun. Gezielte Quarantäne können wir machen. Und zwar hier in Indonesien. Und dann können wir auch das gleich nochmal mit der Kurzarbeit unterstützen. So, und dann fliegen wir mal woanders hin. Oh nein, es ist nach Europa gekommen. Dann fliegen wir auch mal gleich nach Europa. Es kann tatsächlich sein, dass ich das verliere, weil ich absolut schlecht bin. wir müssen einfach mal schauen, was ich hier so machen kann.
Verteilen wir einfach Desinfektionsmittel bereit und öffentliches Bewusstsein. Ich tippe gerade auf irgendwelche Sachen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was das alles werden soll. Ja, jetzt sind wir hier in Europa. Das ist auch schon nach Frankreich gekommen. Und Vereinigtes Königreich gibt es auch schon. Ja, könnte schwierig werden. Und hier in Indonesien, wo es eigentlich ausgebrochen ist, sind auch schon eine ganze Menge Leute infiziert. Das ist nicht so toll. Versuchen wir es mal hier mit der Verweigerung. Die müssen wir auf jeden Fall verringern. Gesellschaft anpassen klingt eigentlich ganz gut. Da haben wir sehr viel weniger Verweigerung. Ich würde sagen, mit dem Rest beschleunigen wir mal ein bisschen die Forschung. Und dann schauen wir mal, wo wir noch hingehen können. Ich bleibe mal so ein bisschen in der Nähe. So, dann können wir mal da schauen, wie das so ist. In Neuguinea gibt es auch schon ein paar Infizierte. Und Mexiko hat es erwischt und Mittelamerika. Das ist nicht so schön. Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Ich fliege einfach irgendwie ein bisschen durch die Gegend. Meine einzige Taktik ist eigentlich, möglichst schnell hier die Forschung fertig zu bekommen und das Verweigerungsrisiko niedrig zu halten. Deshalb habe ich nicht wirklich eine Ahnung. Ja, ich klicke hier ein paar Sachen an, die ich gerade so kaufen kann. Ja, da ist ein Schiff und das ist gerade dahin gefahren. Und wir sind in Gefahr. Überall auf der Welt gibt es plötzlich diesen Erreger. Was natürlich doof ist, würde ich mal sagen. Da wir dann ziemlich schnell überfallen werden können. Deshalb nehmen wir mal hier noch ein bisschen diese paar Sachen und so. Keine Ahnung. Und Impfstoffherstellung müssen wir auch schon bereitstellen, damit sobald wir einen Impfstoff haben, dass es dann schneller geht. Fliegen wir hier mal nach Afrika ein bisschen. Und in Ägypten, glaube ich, da gibt es jetzt eine neue Infektion. Und schauen wir mal. Ja, schon 4,5 Millionen sind infiziert. Das ist natürlich recht doof. Aber ist mir eigentlich auch gerade relativ egal. Nehmen wir mal das da, Testkapazitäten und Kontaktverfolgung. Das könnte ganz wichtig sein. Und in Indonesien müssen wir wieder für einen Lockdown sorgen, da dort es sind 7 Millionen Infizierte dort, also es könnte sehr gefährlich sein. Und auf jeden Fall auch Großbritannien. Da von dort überall die Viren verteilt werden oder die Bakterien, ich weiß es nicht genau. Was ist denn das für ein Erreger? Steht nicht genau, was es für ein Erreger ist, aber irgendein Erreger wird es schon sein. Globales Forschungsabkommen, das ist leider nicht so leicht. Deshalb nehmen wir mal irgendwas anderes hier, Testkapazitäten 2 oder so. Und dann fliegen wir noch weiter rum. Es kann auch sein, dass ich so schlecht in diesem Teil des Spiels bin, dass ich bisher auch nicht das mittlere Level geschafft habe. Also ich habe schon versucht, aber hat halt nicht ganz geklappt. Und Madagaskar wurde infiziert. Das ist natürlich doof. Aber gut, wir haben jetzt einige Sachen hier, also einige Ressourcen. Ich würde sagen, globales Forschungsabkommen, dann wird das Ganze ein bisschen schneller. Indonesien wird überwältigt und die ersten paar Toten gibt es jetzt. Das ist natürlich sehr schlecht. 36 Millionen sind weltweit infiziert. Das könnte schwierig werden. Wo haben wir hier denn Asien? Asien-Pazifik. Und ich würde sagen, Lockdown durchsetzen
Und dann noch Behandlungseffizienz auf jeden Fall. Und dann können wir nichts weitermachen. Ja, und da sind ganz viele Länder jetzt dabei, die Grenzen zu schließen. Also das sieht ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, wir müssen die Verweigerung noch ein bisschen verringern. Und dann könnten wir hier die Herstellung beschleunigen, denke ich mal. Dann könnten wir das schneller machen oder so. Aber machen wir ein bisschen sowas davon. Ich habe es mir nicht wirklich angeschaut, was da ist. Und wir sammeln noch ein bisschen Ressourcen. Ja, ganz Europa ist auch schon schwierig. Es sind auch schon 4 Millionen gestorben, ach du Kacke. Das ist natürlich sehr doof. Aber die Forschung ist auch schon bei 60%. Hoffentlich schaffen wir das. Ich mache mal hier ein paar von denen da und ein paar von denen da. Und da Großbritannien. Sollte klappen. Dann sieht das so aus. Und wir haben immer mehr Länder, die infiziert sind. Grönland sieht super aus. Liegt auch daran, dass Russland nicht besonders infiziert ist. Und dann schauen wir mal, was können wir hier noch machen. Ja, jetzt beschleunigen wir mal die Forschung, die Herstellung. Da wir auch fast mit der Forschung fertig sind. 6 Millionen Tote. Ja, das tut mir sehr leid, Leute. Ihr müsst halt einfach sterben. So, da haben wir noch mehr Ressourcen. Mal schauen. Notversorgung. Ja, machen wir einfach mal. Oh, Autorität 1. Das habe ich ganz vergessen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und zwar haben wir nur begrenzte Autorität. Das zeigt sozusagen, inwiefern wir handeln können. Und Impfstoffherstellung läuft an. Also ich stoppe mal ganz kurz. Also wir haben unten links die Autorität. Wenn die niedrig wird, dann können wir irgendwann keine Sachen mehr machen. Dann haben wir einfach verloren. Wir müssen eben dafür sorgen, dass wir das alles hinkriegen, bevor wir keine Autorität mehr haben. Und je höher das Verweigerrisiko ist, desto mehr Autorität verlieren wir. Und das hier können wir jetzt deaktivieren, da wir schon mit der Produktion so gut wie fertig sind. Ich würde das gerne noch hier erhöhen, aber wird nichts draus. Deshalb machen wir mal so. Produktion ist im vollen Gange. Und wir beschleunigen die Produktion nochmal. Okay, und wir haben schon 50% bei der Produktion. Und ihr seht, meine Autorität leidet gerade so ein bisschen. Deshalb mache ich hier die Zensur. Bis dahin sollte dann die Produktion auch fertig sein. Hoffentlich. 11 Millionen, 12 Millionen Tote, ja, das sieht nicht so toll aus. Angst lähmt Wirtschaft, ja, das ist doof. Und die Freigabe läuft, wir haben es geschafft. 14 Millionen Tote ist nicht besonders schön, aber okay. 16 Millionen Tote. Und wir haben es geschafft. Ja, die Weltbevölkerung ist wieder frei. Die letzten paar Infizierten sind weg. Wir haben es geschafft. Wir haben Oozing Stomy ausgelöscht. Krankheitsverlauf sieht so aus. Weltverlauf. Ja, es sind schon ein paar Leute gestorben, aber nicht annähernd die Weltbevölkerung. Lockdown-Diagramm, Bevölkerung im Lockdown. Ja, wir haben Asien in Lockdown geschickt und da waren halt die zwei bevölkerungsreichsten Länder, China und Indien. Da haben wir fast die halbe Weltbevölkerung in Lockdown geschickt, also das sieht gut aus. Ja, 16 Millionen Tote und wir haben es in unter einem Jahr haben wir die Krankheit heilen können. Also das sieht ganz gut aus. Gesamtbewertung 2, ja, okay, verlassen wir einfach mal. Und wir haben Flughafenkontrolleur freigeschaltet.
Das war's mit der Folge, Leute. In der nächsten Folge habe ich vielleicht ein bisschen mehr eine Ahnung, je nachdem. Ich würde aber auch gerne mal die anderen solchen Typen ausprobieren, vor allem den Virus und den Pilz als nächstes. Ja, wenn ihr es sehen wollt, dann lasst mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!